Nach etwa einer halben Stunde der Suche kehren Prentigian und Rodrigo zurück zum Ort des Überfalls. Die Rüstungen wurden mittlerweile komplett geborgen. Es riecht nach Eisen auf der kleinen Lichtung und ein roter, feiner Nebel liegt über dem Gras. Einige Gardisten liegen in Scheiben geschnitten vor euch, grob sortiert, denn die Samurodjins haben ganze Arbeit geleistet. Aus seinem Oberkörper ragen Stücke der Wirbelsäule heraus, einem fehlt ein Bein, was noch etwas länger gesucht werden musste, damit man auch den letzten Stiefel bekam, konnten nun allerdings in einem Busch gefunden werden. Eure Gemüter haben sich etwas abgekühlt und bei der Suche nach Wascher oder dem Aufstapeln der Rüstung und der Gardisten, die ihr jetzt braucht. Mitte des Tages, der 24. Hesinde, und damit eigentlich im Winter, steht ihr nun schwitzend und vor Blut triefend vor einem Karren mit einem Muli. Hat irgendjemand noch Fragen, bevor wir uns hier jetzt in die Bresche schlagen? Zunächst mal wollten wir noch einen Tag bei den Samurai-Jins ruhen. Meine nur, wenn hier jemand noch einmal zweite Gedanken hat oder plötzlich doch meint, dass er bei seiner Mama zu Hause sicherer aufgehoben wäre. Letzte Chance. Langsam Rodrigo haben wir zu tritt aufs essen. Jalan zu. Jalan? Rodrigo. Ich spüre deinen Widerstand, euren Widerstand, um genau zu sein. Und vielleicht seid ihr der Mann und der von Preios auserwählte Anführer, so wie die Götter ihn preisen. Ich werde mich nicht mehr davor verweigern. Ich lege die Operation in eure Hände. Ihr seid derjenige, der mit Preios Gnaden hier adliger ist und damit auch Anführer. Ich denke, ihr seid der Aufgabe gewachsen. Oder seid ihr dafür doch nicht aufgewachsen? Wie ist es? Wir Nehmt ihr die. müssen stets danach streben, den Aufgaben gewachsen zu sein, die uns die Götter auferlegen. Ob wir das sind, wird sich dann zeigen. Dann, mit Preuers Gnaden, wünsche ich euch viel Erfolg, diese Mission zum Erfolg zu führen. Was soll ich also tun? Bin gerade am Überlegen. Wir sollten uns vermutlich nicht als genau diese Karmat-Gardisten ausgeben, also nicht deren Namen übernehmen. Weil es sein könnte, dass jemand in der Mine die kennt. Wir brauchen also andere Namen, die wir denen nennen können. Denke, Ich dazu denke, sollte das sich jeder erstmal ein paar Gedanken machen, denn er sollte natürlich zu eurer Herkunft passen. Na, ich denke, sowas wie Jalan ist sehr allgemeingültig, sagt Myria. Aber Ephadaios oder Rodrigo sollten sich vielleicht umbenennen. Und Prendigian, ich glaube, das kommt von Brenn, oder? Ich weiß auch nicht, ob ein ehemaliger Reichsbehüter ein so weiser Name für einen Kamordgardisten ist. Ich weiß auch nicht, ob es unbedingt so weise ist, einen maraskanischen Namen zu tragen. Es gibt sicherlich Maraskaner bei den Hafaias, aber vielleicht macht sie das misstrauisch. Vielleicht auch nicht. Gut, dann werde ich mich Aurelio nennen. Das müsste neutral genug sein. Was ist unsere Geschichte? Dass der andere Zug auf dem letzten Weg nach Tuzak überfallen wurde und ja, dass er einige Zeit gedauert hat, bis wir es rausgefunden haben und jetzt ihren Platz einnehmen oder wie? Rodrigo schaut zu Jalan rüber, was der wohl dazu sagen wird als großer Anführer. Nun, ich denke, wir sind ja eine Karawane, die erwartet wird und die auch pünktlich erwartet wird. Und wir haben ja auch vor, halbwegs pünktlich dort aufzutauchen. Entsprechend können wir einfach sagen, dass angesichts unserer sowieso geringeren Anzahl, dass alle anderen, die dort vielleicht bekannt waren, also leben lassen mussten und wir der Ersatz sind. Beziehungsweise die in Tuzak ausgewechselten. Dass wir auf dem Weg den ein oder anderen Überfall abwehren müssen, ist ja an den beschädigten Rüstungen und dem Blut auf unseren Sachen relativ offensichtlich. Also wir lügen also gar nicht, sondern wir tun nur so, als wenn wir jemand anderes wären. Und wenn es heißt, ja, wer seid ihr? Dann sagen wir die, die auf die ihr gewartet habt. Das mag, solcherlei Spitzfindigkeiten mögen vielleicht funktionieren, aber ich möchte nicht das Gelingen der gesamten Unternehmung auf so etwas setzen. Das freut mich zu hören. Ich hatte schon etwas Sorge, dass du jetzt hier sagst, dass wir
Namen des Herrn Praios nun genau darauf achten müssen, was unsere Münder verlässt. Mir behagt es auch nicht unbedingt, aber manchmal sind solche Mittel nun einmal unabdingbar. Nun, und am Ende des Tages, beziehungsweise am nächsten Tag, nun, dort wird der Herr Praios ja auf unser Werk hin schauen und ich glaube, ihm wird gefallen, was wir dort versuchen. Hoffentlich. Hoffentlich. Gut, ich denke, wir packen das ganze Zeug erst einmal, bewegen uns zurück ins Lager der Schönheit der Maraske und suchen dort bis morgen ein wenig Ruhe. Gut. Und dann, so Rondran mit uns ist, geht es los. Und so geschieht es. Ihr brecht wieder auf, gemeinsam mit den Samurajins, die sehr zielstrebig durch das Unterholz marschieren. Vielleicht noch der ein oder andere Para, der dann in Stücke zerschnitten wird oder einfach weggelenkt wird. Dann könnt ihr dann das Lager der Muakiji Marasna erreichen. Dort könnt ihr euch einen ganzen Abend erholen. Es fängt dann wieder an zu regnen. Ihr könnt also den restlichen Tag euch dann ausruhen, beziehungsweise noch einige Feinheiten klären. Kasim hatte ja bereits angedeutet, dass er vor Ort bleiben möchte, beziehungsweise nicht in die Mine hineingeht, sondern draußen wartet und auf ein Zeichen, was dann an den, ich glaube, Ställen gegeben wird. Darauf warten die Sklavenbaracken, irgendwo hier, meintet ihr. Da wird er darauf warten, dass es ein Zeichen gibt, wie auch immer das geartet ist, von wem auch immer es kommt, aber da müsste man sich halt überlegen, was das für ein Zeichen ist und dann kann er von hier aus einen der Türme sprengen, zumindest versucht er das. Die Muakiji Marasna werden einen Überfall auf die Karawane planen, ihr hofft, dass die Kamordgardisten euch dann helfen und die Muakiji Marasna ziehen sich dann ohne große Verluste zurück, so der Plan. Ihr bekommt von der Alchemistin, ich muss gerade mal gucken, Ilikara von Brabak, Heiltränke. Und zwar 3 Stück, die sie dann an Yalan Greifenmund vom Schnattermoor gibt. Mit den Worten, naja, wenn ihr sie braucht, dann solltet ihr sie trinken. Vielleicht verteilt ihr sie oder ihr behaltet sie am Mann, ich weiß es nicht genau. Aber ihr seht auch etwas kaputt aus, vielleicht könntet ihr auch jetzt schon einen trinken, aber mehr habe ich nicht. Ein Fläschchen ist mir leider zerbrochen unterwegs und naja, die anderen habe ich bereits ausgegeben. Hab Dank. Ja, gibt sie dir so einen kleinen Tuchbeutel aus Seide gefertigt, sodass es nicht verrottet ist. Und darin dann die 3 Heiltränke. Mhm. Ihr dürft regenerieren. Und zwar plus minus 0, also ganz normal. Wer schlechte Regeneration oder sowas hat, der muss halt mit schlechter Regeneration aufpassen. Jeder hat einen Schicksalspunkt, wenn er denn noch einen hat. Also die sind wieder aufgefrischt und im Pool. Also meinetwegen können wir die poolen, meinetwegen auch nicht, mir ist es egal. Ist eure Entscheidung. Für dieses Mal würde ich es aber noch zulassen, dass sie wieder gepoolt sind. Da ich nicht sterben möchte, liegt meine Stimme selbstverständlich bei Poolen. Ja, habe ich mir gedacht. Können wir dann aber auch entscheiden, wenn es soweit ist, auf alle Fälle. Ist das eine ganz oder gar nichts Nummer oder können 3 Leute poolen und Rondrigo nicht? Mir ist das halt egal. Okay. Gut, wenn dann. Ja, wir haben uns den halben Tag ausgeruht. Bevor es dann zur endgültigen Nachtruhe geht, gehe ich entweder nochmal bei meinen Kameraden vorbei oder trommel sie zusammen. Je nachdem, was schneller und einfacher geht. Gut. Ich hoffe, ihr habt euch alle halbwegs erholt den Tag über. Erlan selbst sieht dabei nicht ganz so taufrisch aus. Er sitzt auf einem Geländer gelehnt. Und ein wenig vornüber gebeugt. Jedenfalls ein paar Dinge müssen erst noch geklärt werden, bevor sie dann morgen loskommen. Euer Gnaden. Ich weiß, wir haben darüber schon gesprochen, aber ich fürchte, der Bart muss ab. Ihr seht doch sehr maraskanisch aus damit. Nun, ich hatte ja gedacht, dass wir hier etwas halbwahre Dinge erzählen. Und ich hatte vor, den anderen Anbetern des Bluttrinkers zu verklickern, dass ich meinen Bart mit dem Blut meiner letzten Opfer eingeschmiert habe. Also, waren jetzt Käfer? Das müssen wir ja nun nicht sagen. Und dass ich jetzt das hier so. Ja.
Und dass ihr eure Waffe von einem toten Effard geweihten habt? Oder ist euer Meister nicht tot? Natürlich von einem toten Effard geweihten. Also meine neue Persönlichkeit hat meine alte Persönlichkeit quasi auf dem Gewissen. Und dieser Bart, nun, das kommt wohl daher, dass vor kurzem festgestellt wurde, dass ich Zauberkräfte in mir trage. Die habe ich natürlich verliehen bekommen, nachdem ich diesen Effard geweihten erschlagen habe. Euer Gnaden, warum lasst ihr nicht euren Effard-Bart hier? Ihr habt doch jetzt diese komische Exische-Waffe auch mitgenommen, die ihr in eurer zweiten Hand tragt. Lasst doch euren Effard-Bart hier und dann nehmt ihr diesen, wie heißt das, Achfava? Cooles Argument. Ich fürchte, ich habe diese exische Waffe aber noch nicht so studiert. Mädchen, du meinst, dass wir hier wieder herkommen? Das ist doch jetzt die Idee. Weiß ich nicht. Das ist dann die Entscheidung von Jalan, aber ich weiß nicht, ob wir dafür Zeit haben, dass wir dann hier nochmal vorbeischauen. Ich würde mich an eurer Stelle nicht unbedingt darauf verlassen. Es könnte sein, dass unsere Abreise durch den Dschungel sehr hastig vonstatten gehen muss. Ja. Könnte ebenso sein, dass die Schönheit der Maraske bis hierhin zurückverfolgt wird, wenn sie sich zurückziehen, und wir sollten dann nicht mehr hier sein. Ja, denkbar. Nun, ich hänge selbst noch an dieser Waffe. Sie gehörte meinem Meister und ich muss sie noch seinem Grabe zuführen. Das kann ich nachvollziehen. Nun sei es drum, aber ich blicke ihn mal an, streiche mir dabei selber durch meinen ungepflegten Bart, der mir seit dem Beginn unserer Reise gewachsen ist. Wie glaubwürdig ist das, dass er sich sagt, er hat sich in das schillernde Ding Blut reingeschmiert? Knurrt dich einfach daraus an. Was guckst du so? Weiß nicht, euer Bart sieht jetzt nicht sehr blutig aus. Wollt ihr vielleicht... Das weiß ich selber, du Dummkopf. Natürlich sieht er nicht mehr so aus. Es müssen die Zauberkräfte sein, die ich geschenkt bekommen habe. Für die Tat, die ich vollbracht habe. Ich habe einen Effard geweiht und umgebracht. Er spielt die Rolle zumindest gut. Erstmal mit einer Probe untermalen. Ja klar, dafür ist es da. Ne, mach gerne überzeugen. Ich glaube, das hast du noch höher. Ja. Er blickt nochmal kurz in die Runde, vor allem zu Rodrigo, um sich Bestätigung, Meinung abzuholen. Was, Jalan? Ich war gerade etwas unaufmerksam. Ich habe nur auf seinen Bart geachtet. Schaut von Everdias Bart weg. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nur darüber nachgedacht, was ihr vielleicht dazu meint. Also ich denke, dass der Bart, wenn er blutrot ist, wirklich zu einem Xafai... Fuck! Zu einem Anbeter dessen, der gegen Rondra ist und im Blut badet, passen würde. Ich hoffe, der Bart färbt sich nicht irgendwie anders. Ephadaios, ansonsten ist blutroter Bart für jemanden, der irgendwie jetzt hier da mit dem Mordbrenner jetzt hier im Bunde sein soll oder zumindest irgendwie anbändelt, das Richtige. Na, ihr könnt mir da ja ein bisschen helfen. Und zwar, wenn ich drauf angesprochen werde, erzähle ich halt die Story und ihr macht euch dann noch ein bisschen drüber lustig. Und dann werde ich richtig sauer, weil ihr meinen Bart halt jetzt so affig findet und dann sagt irgendeiner von euch, boah, sprich den Typen lieber nicht an, der ist richtig sauer, dass sein Bart jetzt so, lächerlich aussieht. Er sieht nicht lächerlich aus, damit das hier in dieser Runde mal klar ist. Aber das könnt ihr dann behaupten. Ich bin ja erst kein Buntvogel und hoffe, das wäscht sich wieder raus. Frage an den Spielleiter, ist er ein Buntvogel? Wie rot ist dieser Bart? Er ist regenbogenfarbend, glitzert, schimmert. Euer Gnaden, ihr spielt die Rolle wirklich vortrefflich, aber ihr seht nicht unbedingt so aus. Wollt ihr nicht vielleicht, irgendwas umbringen und euch vielleicht ein wenig Blut in den Bart schmieren? Nun, sollten wir einem der Anbeter der Anderswärtigen nun auf diese Weise begegnen? Gerne. Also ihr wollt jetzt als Kamot-Gardist mitkommen mit diesem bunten, schillernden Bart? Nun, wenn ihr drauf besteht, von Schnattermoor, dann werde ich vor ein paar Minuten früher losgehen und eine der Leichen vom Überfall auf ein bisschen Blut von ihnen in meinen Bart schmieren. Ist das Blut nicht mittlerweile getrocknet in den Typen?
Vermutlich, ja. Wir werden morgen früh zusehen, dass wir ein kleines Tier finden. Die Schönheit der Maraske kann uns da bestimmt helfen. Und wenn nicht, wird irgendjemand bluten müssen. Naja, ich werde dann wahrscheinlich so stinken, dass da eh keiner was mit mir zu tun haben möchte, also... Ah, okay. Habt ihr euch einen Namen überlegt? Den wir euch nennen sollen. Ich? Ja, ihr. Ich bin... Yalakin. Hä? Aber... dann haben wir zwei Yalans. Was soll das denn? Nee, er ist nicht Yalan, Yalak. Yalakin. Ach so. Das hört sich ja fast an wie ein Goblin-Name. Jetzt weißt du auch, warum sein Bart so affig aussieht. Okay. Ich hoffe, ihr vergesst nicht, wer ich in Wirklichkeit bin. Also, übermorgen erinnert ihr euch besser wieder daran. Wir üben schon einmal unsere Rollen ein. Brindisian. Ich merke das schon. Wir hatten bereits einmal überlegt, ob es vielleicht klüger wäre, wenn ihr euch auch einen anderen Namen zulegt, solange wir dort sind. Nennt mich einfach Alrik, das kann sich jeder merken. Alrik, sehr wohl. Gut. Ziemlich dunkle Haut, Alrik. Ah, dann nennt mich eben Alrik, die thulamidische Variante. Der Königliche heißt das. Ganz genau. Und das war ein Kaiser. Alrik, alles klar. Bleibt noch eine Sache. Ja, dann zieht dann aus seiner Gürteltasche die drei Fläschchen mit dem Heiltrank. Elekara von Brabak hat mir drei Heiltränke überantwortet. Ich bin geneigt, einen selbst zu nehmen, aber ich möchte mich gerne erstmal umsehen, wer von euch denn auch oder dringend einen braucht. Während du das fragst, könnt ihr einige Rufe hören. Mit einem Blick in die Richtung könnt ihr sehen, dass Strickleitern heruntergelassen werden und dann könnt ihr sehen, wie eine ziemlich kaputte, zerschundene Wascher die Strickleiter nach und nach hochklettert. Sie hat ihren Weg wohl alleine gefunden. Ich schaue mal bedeutungsschwanger zu Rodrigo hinüber. Rodrigo erhebt sich ohne Worte, nickt einmal kurz Jalan zu und geht dann Richtung Wascher. Die letzten Stufen, die sie die Strickleiter hochkommt, reicht ihr die Hand. Wascher, ich hab dich nicht gefunden. Es tut mir leid. Ich hab nach dir gerufen, aber ich hab dich nicht gefunden. Guck dich an, nimmt deine Hand aber nicht, klettert einfach weiter an dir vorbei. Hey, guck nochmal. Dein Bein sieht nicht gut aus. Vielleicht. Ich weiß, tut auch weh. Kommen wir erstmal mit zur Besprechung. Ja, dann hat das Kommando und er wird uns jetzt in die Mine führen. Ich bin wohl nicht durchsetzungsstark für diesen Posten. Durchsetzungsstark genug. Es macht natürlich Sinn, nachdem du alles geplant hast, das einfach jetzt aufzugeben und jemand anderem so kurz vor dem Ziel das Kommando zu übergeben. Oder aus, geht mal zu Yalan rüber. Guckt sich zu ihm. Ich sag's dir, Mann. Die Frau, die stiftet hier nur Unruhe. Wir sollten jetzt, glaube ich, über andere Dinge reden. Wenn ihr wollt, mein Herr, dann komme ich natürlich mit und kämpfe auch gegen die Kamordgardisten. Mein Bein geht's wieder gut. Nein, du bleibst hier. Ich habe geschworen, dich zu beschützen und das werde ich da drin nicht können, falls die Sache schief geht. Wahrscheinlich hast du recht. Lass uns aber trotzdem erst mit den anderen reden. Ich bin langsam der ganzen Sache überflüssig, dass man mir wieder spricht. Brindisian. Ja, Aladdin. Wie ist es um eure Zauberkraft bestellt? Könnt ihr den einen oder anderen Heilzauber wirken? Ansonsten werde ich jetzt die drei Heiltränke verteilen. Ich könnte noch einen Heilzauber wirken, um auch in der Mine noch etwas tun zu können. Falls noch jemand eine schwerere Wunde hat, dann kann ich die durchaus schließen. Und guck dabei zu, Wascher. Ja, ich blicke mich in der Runde um. Wie durch sehen die aus oder wie durch tun sie? Rodrigo sieht ganz gut aus, beziehungsweise Aurelio. Der scheint sich nicht anmerken zu lassen, scheint auch nicht irgendwo zu bluten.
Well, Washer sieht nicht so gut aus, abgesehen davon, dass sie immer noch eine Wunde hat. Ja, schon ein bisschen fertig. Washer, ich werde mir das mal ansehen. Jalakin sieht voll lächerlich aus mit seinem Bart, noch, aber scheint bei guter Gesundheit zu sein. Gut, Washer, ich möchte, dass ihr einen davon nehmt, wenn ihr euch dann entscheidet, uns zu begleiten. Es steht euch natürlich auch frei, hier zu bleiben. Nun wirft ihr erstmal nur einen Blick zu, sagt aber nichts und lässt sich mit einem ziemlich schmerzverzerrten Gesicht erstmal auf den Hintern plumpsen. Dann lass mal Yalajin, um die Wunde kann ich mich noch kümmern. Gut, dann werde ich den zweiten trinken. Ich finde es ziemlich verantwortungslos, Washer in diese Gefahr zu bringen, überhaupt mitzunehmen, die Mine. Und schaut dabei auch Richtung Washer. Washer, ich halte es nicht für gut, wenn du dich in diese Gefahr begibst. Du kannst dich schlecht, glaube ich, als Kamotardistin ausgeben mit dieser Rüstung. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist gar nicht dein Kampf. Das ist nicht dein Kampf und. Ja. Naja, wenn dann deine Knappin zurückbleibt, dann. Die Verletzungen sehen ähnlich schwer aus. Ich habe dir letztes Mal schon gesagt, Rodrigo, dass ich dich nicht gerne alleine dort hineingehen lassen würde. Ich weiß, aber wenn du als Sklavin mit. Also wenn du als. Wenn du. Traust du dir zu. Willst du dir zutrauen, als Kämpferin damit reinzukommen? Das heißt, so eine Kamodrüstung anziehen mit Haken, die sich in den Körper bohren. Alternativ könnte sie, glaube ich, auch klettern, oder? Ihr seht ziemlich gelenk aus. Ich denke auch, so eine Rüstung werde ich nicht anziehen. Und als offene Kämpferin mitzugehen, halte ich auch nicht für gut. Und wahrscheinlich jeder kann sich doch auch sehr gut und unbemerkt bewegen. Was hältst du denn davon, wenn du auf der anderen Seite der Mine versuchst, auf die Berge zu kommen und die Mine im Auge behältst? Wenn es Zeit ist, kannst du vielleicht auch das Zeichen für Kasim geben. Ich denke, ich werde auch Ausschau halten, ob dort noch andere Kreaturen unterwegs sind, die ihr vielleicht nicht auf Anhieb sehen könnt. Ich weiß nicht, ob ich sie sehen kann, ob es dafür spezielle Kräfte bedarf. Mal zu Kasim und Brindijan rüber. Na, vermutlich braucht es die, wenn sie nicht gesehen werden wollen. Ein extra Joker, den wir noch im Ärmel haben. Das ist doch gut, das gefällt mir. Und werden wir so heimlich in die Mine begeben. Wie Obergefreiter Aurelio schon sagte, hier gewinnen wir nur mit Wechselschleue und nicht mit reiner Kampfkraft. Oder ihr, ich begleite euch ja nicht. Die Frage ist natürlich auch, wenn ihr das Indurium hättet, wir es zum Beispiel so machen wollen, dass ihr es irgendwo an der Seite in einer Art Beutel versteckt und ich es dann über die Berge abtransportiere, falls die Karawane durchsucht wird oder falls irgendetwas sein sollte, ihr schnell fliehen müsst, dass ihr das nicht bei euch habt, falls ihr erwischt werdet, damit ihr euch nicht damit belasten müsst. Ich weiß nicht, wie schwer so ein Erzzeug ist. Es ist mir unlieb, den Plan noch so kurz vor der Ausführung zu ändern, aber falls unvorhergesehene Ereignisse eintreten. Ich wollte den Plan gar nicht ändern, ich meinte nur, eventuell, wenn ihr an mehr als ein Endurius rankommt, wäre das zumindest eine Alternative, dass ich es dort mitnehmen könnte, wenn ihr es eben irgendwie zu mir bekämt. Dann geben wir euch eine Strickleiter, die lang genug ist und vielleicht etwas zum Hochziehen oder so. Und dann haben wir vielleicht noch einen extra Plan in der Hinterhand. Ich sollte dir noch schauen, dass ich erst noch mein Bein, verbessert. Outem gesagt, du kannst noch einmal regenerieren. Ich glaube, die Regenerationsphase ist genau. Das habe ich eben einmal. Also wir sind ja jetzt gerade noch am Abend, aber du kannst einmal schon den W6 regenerieren plus minus 0 und die K.O.-Probe. Und ich glaube, Brindijan wollte dir auch noch mit einem Balsam LEP schenken. Ich weiß nicht, wie das mit der Wunde ist, ob er dir heilen will, aber ab 7 geht dir auch zu. Vielleicht geht die Wunde auch schon über Nacht zu bei dir. Genau. Dann machen wir das ja. Genau, das ist okay. Dann würfel erst einmal deine Konstitutionsprobe und den W6. Dann fangen wir damit erstmal an. Dann können wir das nämlich über die Stille schon mal abkürzen. Rodrigo kriegt derweil einen Haltring in die Hand gedrückt. Ihr braucht ihn nicht, aber ich bin mir sicher, dass. Für später, dass falls ich ihn brauche oder falls jemand anderes ihn braucht, dann er bei mir in der Nähe ist, meint ihr? Nö, richtig, keine dass ihr ihn notfallweise verteilen würdet.
Man nickt dir zu und rollt ihn nochmal in das Beutelchen ein und steckt ihn dann ein. Einen Moment. Die Heiltränke sind beschriftet und zwar Standard, verdünnt und nur im Notfall. Welchen möchtest du ihm geben? Da der für den Notfall ist, kriegt er den mit nur im Notfall. Alles klar. Sagt gute Illikara von Brabak, was bedeutet das nur im Notfall? Ist er besonders stark oder besonders schwach? Ich verstehe es nicht ganz. Ja, ich habe mich auch schon tierisch darüber geärgert. Die Tränke habe ich gebraut, aber die Beschriftung stammt von Fusakel und der war wahrscheinlich mit dem Kopf woanders. Er ist ja abkommandiert worden damals und hatte dann mit uns die Tränke gebraut unten in der Küche, weil, da gab halt diese Strafe, weil er diesen Matrosen dann verprügelt hat und ihm die Laute zerstört hat und ich weiß es leider nicht. Okay, gut. Dann behandeln wir das mal wie einen besonders starken Trank, der nur im Notfall eben deswegen getrunken werden sollte. Machen wir das einfach mal so. Hoffen wir es. Euer Gnaden, wollt ihr einen haben oder Brindigian, wollt ihr einen haben? Den verdünnten werde ich euch geben. Nun, einigermaßen geht es mir noch. Brauchst du keinen? Ich werde den normalen trinken, denke ich. Wenn ihr Wasche heilt. Und jetzt sofort brauche ich sicherlich keinen. Wenn, dann in der Mine, falls es sein muss. Gut, dann werde ich ihn wohl an meiner Person aufbewahren. Und ihn hinterher dorthin bringen, wo er gebraucht wird. Gut, das heißt, du trinkst jetzt erstmal einen? Yep. 3W6 plus 6. okay. Wie war das mit Wunden heilen? Macht man das immer eine Konsti-Probe? Wenn du mit einem Heiltrank mehr als 7 LEP bekommst, dann schließt sich auch eine Wunde. Und das ist bei 3W6 plus 6, ist das einfach automatisch eine Wunde. Wow. Wow. Wow, gar nicht so gut. Ich hab leider keinen Chippy mehr. Möchte jemand ihm einen Schicksalspunkt für den Heiltrank geben? Oh, wie viele LEP fehlen dir denn gesamt? Jetzt noch 10. So. 3, 2, 1. Okay, dann nicht. Dann bleibt es bei den 11 EDP, die du dazu bekommst. Alles klar. Die Wunde kannst du streichen, genau. Und dann ist noch die Frage, ob Wascher ein Balsam hinterher bekommt. Wenn Wascher noch eine Wunde hat nach der Regeneration, dann kriegt Wascher auch noch einen Balsam, ja. Ja. Gut, dann einmal 7 ASP abstreichen und die Wunde heilen. Genau. Beziehungsweise wenn du verkürzen willst oder sowas, dann mach das mit verkürzen und dann kannst du vielleicht ein paar ASP sparen, aber du musst 7 LEP heilen. Ja, aber ich verlängere Zauberdauer, also genau, keine ASP. Hab ich mir gedacht. Okay, und dann schreiben wir den nächsten Tag. Es ist laut meiner Aufzeichnung der 25. Hesidne. Ja, und damit ging es von meiner Seite aus prinzipiell los. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas, was ihr klären wollt. Wen wollt ihr mitnehmen? Kamortgardisten-Rüstung habt ihr 10 Stück mit verschiedenen Rangsymbolen. Rondrigo hat sich bereits einen Obergefreiten gekrallt. Myria bleibt hier. Und Kasim braucht keine. Die Samurojins werden keine anziehen. Also ihr könnt quasi sonst mitnehmen, wen ihr wollt. Illikara würde auch ungerne kämpfen, aber sie würde halt euch begleiten, wenn sie das will, aber sie, also ihre Körperkraft ist auch nicht so dermaßen, dass es stimmig an ihr aussieht. Eigentlich haben wir das letzte Woche doch schon festgelegt, wer mitkommt Gut. und wer nicht. Dann zieht doch mal bitte alle nach hier unten. Also du siehst ja die Tokens und ich will sie dann oben auf dieser Karte bei der Mine haben. Da sollen sie... Genau. Wenn jemand auffällt, dass ich Blödsinn mache, schreie er bitte laut und sage, na Romulus, Blödsinn. Genau, dann kann sich Wascher schon mal nach oben auf den Felsen begeben, wenn sie das möchte. Es soll denn, es gibt noch vorher irgendwelche Zeichen, die sie abklären will oder irgendwie was wie, wenn wir nach 8 Stunden nicht reagieren, dann hol Hilfe oder sowas. Das könnt ihr jetzt auch nochmal abklären. Jo, das wäre ja ganz gut zu wissen. Wo wir sowieso gerade hier sind, wir sollten mit Kasim das Signal abklären, das wir geben, wenn wir drin sind. Und er anfangen soll.
Genau, unter den Helmen der Kamordrüstung seht ihr natürlich alle gleich aus und das muss eben auch ein Zeichen sein, was er unmissverständlich versteht und was ein Kamordgardist auch nicht aus Versehen geben kann. So was wie, wenn ich mich halt hinter den Stall stell und dagegen pinkel, dann geht's los und das kann Kasim halt auch so sehen, weil ja, Kamordgardisten halt die, muss halt irgendwas Ungewöhnliches sein. Morgens geht Rodrigo einmal kurz zu Washer hin. Washer, kannst du mir mal helfen? Rodrigo macht den Oberkörper frei, nimmt ein dreckiges Hemd von einem toten Garmot-Gardisten, zieht es über und legt die Brustplatte sozusagen auf seine Brust. Dann müsst ihr jetzt einmal hier rechts oben auf meine Schulter hauen, auf die Brustplatte. Das wird dir wehtun, oder? Ja. Da sind die Widerhaken, die müssen sich ins Fleisch bohren, damit das Ding richtig sitzt. Okay, du siehst, wie ich anfange. Bereit? Los. Eins, zwei, bei zwei würde ich jetzt schon reindrücken und dir einmal gegen Schienbein treten, um dich abzulenken. Gut, jetzt rechts oben. Gut. Ja, du spürst nach und nach, wie sich die Rippenbögen verschieben, wie die kleinen Dornen in das Fleisch greifen und auch die Widerhaken fast wie lebendig noch einmal ja, sich um deine Rippenbögen herumformen, sodass du sie auch nie wieder ausziehen kannst. Zumindest hast du das Gefühl. Und mit jedem Mal, wenn dir Wascher die Rüstung anzieht, beziehungsweise die Haken ins Fleisch treibt, musst du dir die Tränen verkneifen. Spürst eben, wie die Knochen dann verbogen werden oder vielleicht auch sogar leicht anbrechen oder sowas. Sind auch nur 2 SP dann, die du pro Tag bekommst. Und jeder, der sie jetzt eben anzieht, kann sich die schon mal abstreichen. Aber es ist eine überraschend effiziente Rüstung. Ihr könnt das bemerken, wenn ihr euch dann bewegt. Nach und nach werden dann die Armschienen und die Beinschienen angelegt, die Stiefel. Ihr seid überraschend mobil, wenn euch dann Sachen in die Organe stechen und euch dann noch einmal zusätzlich das Adrenalin verleiht. Nachdem sie dann die Rückenplatte angelegt hat bei Aurelio, beziehungsweise Rodrigo. Dankeschön. Das Zeug fühlt sich an, als wenn es lebendig wäre und mir die Knochen verschiebt. Ja, das ist ein Lackierer-Scheiße. Sorry.